wird wieder erblühen. Ja, hallo Leute, willkommen zurück hier in Suldazar. Und wir machen weiter mit der Horde-Kriegskampagne. Irgendwas mit Aschenwind. Und was ich natürlich nicht vergessen darf, ist Marc Teuschner zu grüßen. Er hat mich, das glaube ich, das zweite Mal drum gebeten, ob ich vielleicht bitte ihn grüßen kann. Ja, und hiermit bist du gegrüßt. Okay, dann machen wir mal weiter. Wir brauchen die Flotte der Sandalari. Aschenwinds Ausbruch. Die dunkle Fürstin würde gerne einen weiteren potenziellen Verbündeten im Kampf gegen die Allianz gewinnen. Lady Aschenwind, Vorsitzende von Aschenwind & Co., war bis zu ihrer Gefangennahme einer der größten Feinde von Kul Tiras. Wir werden sie befreien. Trefft Wall Trois im Tiragardesund. Sie schmiedet gemeinsam mit Rexar einen Plan zur Rettung von Aschenwind. Bringt die Sandalari dazu, der Horde beizutreten, Champion. Ja, also die sitzt auf jeden Fall in dem Gefängnis. Das haben wir ja bei der Belagerung von Boralus mit Jaina erlebt. Die hat ja persönlich dafür gesorgt. Ja, irgendwie hat sie dann, mit Hilfe ihrer Magie, konnte sie dann, die waren ja in diesem Sturm gefangen, in diesem unnatürlichen Sturm. Ja, ihr Bruder mit der ganzen kultiranischen Flotte, beziehungsweise Prachtmeerflotte. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wahrscheinlich müssen wir wieder losfliegen. Raus oder? Damit! Nö, es ist direkt hier um die Ecke. Diesmal müssen wir nicht so weit weg. Ja. Ja, mich wundert das schon ein bisschen, weil ich habe mir das ja notiert, diese Termine, dass ich das auf jeden Fall einfach nochmal hab, wenn ich es brauche. Dass halt die Kriegskampagne so in so gestaffelt rauskommt, ja, also alle 1-2 Wochen halt, ja. Und teilweise 3 Wochen, also Termine, ja. Aber die ist jetzt hier zusammen mit dem Patch Bogen der Rache, haben wir jetzt direkt jetzt auch schon den dritten Teil der Kriegskampagne. Also, boah, das finde ich eigentlich cool, dass so ein Teil quasi so aus mehreren Teilen besteht. Aber wir können vorerst dem Plan des Kriegshäuptlings folgen. Der Tod eines einzigen schuldigen Menschen ist das Leben derjenigen wert, die verschont werden. Und dennoch bin ich mir nicht sicher, Rexa. Ich rate bei blinden Gehorsam entgegen besseren Wissens zur Vorsicht. Ah, das fängt doch so an. Okay, völlig umsonst, aber es kann... Oh Mann! Aber in diesem Fall könnte es stimmen, dass es mehr Vorteile als Nachteile bietet. Ich habe keine Ahnung, manchmal dreht sich das auf einmal so schnell. Warum hat Elisande unsere Magie angezweifelt? Seit diesem Patch hier. Aschenwinds Ausbruch. Ihr kommt gerade rechtzeitig, wir haben viel zu tun. Krieg ist so eine dreckige Angelegenheit. Stellt euch eurem Feind. Wir haben beschlossen, dass wir am besten als Prachtmeersoldaten verkleidet in das Gefängnis eindringen. Rexar wird unser Gefangener sein. Wir dürfen kein Aufsehen erregen, bevor wir Aschenwind befreien. Grundsätzlich mache ich mich in solchen Vorhaben am besten, wenn ich über das richtige Referenzmaterial verfüge. Ich habe einige Menschen ausgesucht, die mich interessieren. Ich möchte ihre Gesichter untersuchen. Wendet den Splitter von Visara auf sie an. Das wird sie dazu ermutigen, mich aufzusuchen. In Uniform gebracht. Geht in die Gießerei. Die Prachtmeerwache hat das dort übernommen. Sie werden uns mit hervorragenden Accessoires für unsere Verkleidung versorgen. Ich kann ihre Gesichter nachbilden, aber ohne die richtige Kleidung kommen wir nicht weit. Sammelt also genug Kleidung für uns. Wir brauchen auch unbedingt den Übermantel der Kapitänin. Wenn ihr mit einem höheren Rang am Tor ankommt, wird es weniger Probleme geben. Okay, wir haben alles im Griff. Soll ich was aufspüren? Eine brillante Ablenkung. Beim Betreten von Tol Dagor wollen wir vorsichtig sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass unser Abgang nicht so diskret ablaufen wird. Die Gießerei im Westen soll früher Sprengstoff auf Azeritbasis hergestellt haben. Nehmt euch ein bisschen davon mit. Wir werden ihn brauchen können. Für die Horde! Und die sind in so eine Verschleierungs... Die Macht wartet. Wir müssen nur zugreifen. Statistische Unsichtbarkeitsmatrix. Unter dieser Kugel findet ihr Zuflucht. Arkanisten. Okay, was brauchen wir denn auf jeden Fall? Ein Übermantel der Kapitänin? Stellt euch eurem Feind. Wir brauchen einen Splitter von Visara. Okay. Was gehen wir als nächstes? Ja, ich habe keine Ahnung, was das jetzt wieder mit der Maus ist hier. Das ist jetzt hier mit dem Patch. Hier jetzt so extrem geworden, ne? Ja.
Ich springe jetzt hier einfach runter. Lauf, das ist die Horde. Ne, eigentlich bin ich nur ganz alleine, aber okay. Lauf ruhig. Umso mehr von mir weglaufen und denken, ich wäre so stark, umso besser, oder? Was denn hier? Instabiles Azerit. Wenn sich hier irgendwelche Aschenwindlumpen rumtreiben, schickt sie zu mir. Die können mich gerne kennenlernen. Olli Eichner. Ah, den müssen wir schicken. Wir müssen ihn dazu ermutigen. Voltor auf. Hier riecht es wirklich köstlich. Wenn ich nett lächle, darf ich vielleicht mal probieren? Ja, auf jeden Fall. Okay. Dann gehen wir doch einfach zum nächsten hier. Gehen wir am besten außen rum? Oder nicht? Oder eher nicht. Gehen wir lieber in die Richtung. Einfach mit. Ja, das waren insgesamt 5 Termine. Also 5 Daten, wo dann schon mal angekündigt wurde, eigentlich, wann diese Kriegskampagne rauskommt, weil das halt zum Teil auch mit dem nächsten Schlachtzug verknüpft ist. Also der Schlachtzug, ja, wenn man den Trailer kennt, naja. Es geht halt um den Angriff bzw. die Belagerung der Horde-Hauptstadt Dazar Alor. Und da ist halt die Kriegskampagne miteinander verknüpft von der Geschichte. Ja, das finde ich eigentlich auch gut. Ja, also so, ich finde, Schlachtzüge sollten eigentlich immer eine schöne Questreihe bekommen. Und das ist eigentlich meistens so der Fall. Aber wenn sie dann auch spezifisch dann so eine bekommen, finde ich das halt noch cooler, ja. Ey, Sam, ey, gibt's ja einen nach dem anderen. Man sieht, dass der andere irgendwie da hinten... Ne, er kommt jetzt. Komm her. Ja, jetzt habe ich Flüge wegen einem angemacht. Naja, es war schon im Sinn. Das instabiles Azerit müssen wir auf jeden Fall gut einsammeln. So. Also, wir müssen noch Drusilla Weißklinge und Rosa Wacker hat sich Voltor ausgesucht. Okay. Infaristin. Jetzt, wo Prachtmeer mit dem Abschaum hier aufräumt, können wir uns wieder um die... Lernt neue Dinge, ergründet unbekannte Gegner und helft unseren Brüdern. Das scheint mir hehre Ziele zu sein, werte Dame. Mensch, Maya, ey, das ist ja halt schon... Also, das ist schon ein bisschen abartig, wie schnell dann der Text teilweise abläuft. Also, wenn man es nicht direkt anfängt und runterzurattern, ist man ja direkt weg. Aber was war denn das überhaupt für eine Diskussion hier? Jetzt, wo Prachtmeer mit dem Abschaum hier aufräumt, können wir uns wieder um die wichtigen Dinge kümmern. Lernt neue Dinge, ergründet unbekannte Gegenden und helft unseren Brüdern. Okay. Auch alles halb so wild. Auf zu Voltor. Das ist so ein schöner Hügel. Ich werde zu diesem Hügel gehen. Sehr gut. Okay, wir müssen hier eigentlich weiter runter. Aber die Bombe nehme ich jetzt auch noch mit. Das sind doch alles Bomben. Oh, ey, sag mal. Eben habe ich ja eine 180-Grad-Drehung gemacht, also. Bleib doch, wo du bist. Nö, nö, stell rein, raus. Hier ist die Kapitänin. Wir haben doch Aschenwind nicht rausgeworfen, damit die Horde jetzt hier reinkommt. Die Horde. Okay, wir müssen nur noch einen zurückschicken. Wo ist der letzte? Eine neue Herausforderung, haben sie gesagt. Es liegt schön am Meer, haben sie gesagt. Und jetzt bin ich von Kopf bis Fuß mit Asche bedeckt und verscheuche die verbliebenen Aschenwindschergen.
ist das für ein Geräusch? So schön. Ich muss die Quelle finden. Ja, tschüss. Ich suche auch eine Quelle. Hey, weg mit dir. Ich schau einfach nur ab. Auf zur Unsichtbarkeitsmatrix. Ja, bei dem Raid, da fällt mir auch ein. Ich meine, es geht um den Angriff auf die Hordenhauptstadt, ja. Und die Allianz wird den erleben aus einer Perspektive und die Horde. Das gab es ja eigentlich in World of Warcraft noch nie. Und das hat, ja, das, da haben auch manche Leute gesagt, was soll das? Es gibt doch immer dieses Wettrennen, wer zuerst den Endboss macht und so. Aber naja. Ich vernehme den Ruf der Wildnis. Habt ihr sie alle gefunden? Ja, temperamentvoll und mächtig, nicht schütteln. Ganz vorsichtig. Vielleicht sollte sich Voltoach darum kümmern. Vielleicht kann sie es auf andere Art stabilisieren. Lasst die Jagd beginnen. Ja. Menschen können so formbar sein. War die Ernte erfolgreich? Ja, wir haben... Das Blut kann man kaum sehen an den Ausrüstungen. Und der Übermantel der Kapitänin, das Leder duftet nach Waffenöl und Azerit. Gut gemacht, Odine. Das läuft besser als erwartet. Mitfahrgelegenheit. Nathanos müsste mittlerweile ein Boot gefunden haben. Wir sollten uns schleunigst mit ihm im Hafen treffen. Es ist unabdingbar, dass wir uns zügig um diese Angelegenheit kümmern. Auf uns warten bessere Möglichkeiten, wie wir den Vorstoß der Horde hier unterstützen können. Aran Arcana. Wir treffen uns dann dort. Also geht es mit dem Boot wahrscheinlich auf die Gefängnisinsel. Aber hier gab es doch auch irgend so eine Meldung. Das können wir mal runtermachen. Ich kann ja noch irgendwie stärker werden. Innerhalb von 12 Metern keine Gegner, werde ich geheilt. Also 12 Meter ist gar nicht so viel. Nahkampfreichweite ist meistens 5 Meter. Und das da? Vermeidung und Rüstung, Schaden. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dann heile ich auch, wenn ich so am Weglaufen bin oder außer Kampf bin und alleine. Ich nehme das. Bei den Docks und Raubhafen. Okay, dann müssen wir einfach nur wieder zurück zu unserer Hordenbasis, der Raubhafen. Und die Gefängnisinsel kann man da hinten schon erkennen. Das ist dieser Leuchtturm. So. Nathanos Pestrufer. Diesmal wirst du nicht dabei sein können, Misha. Ich komme schon zurecht. Okay, Misha bleibt hier. Ha, Stimme der Horde. Ja, ja. Das sollte ausreichen. Durch die Vordertür. Wir müssen die Risiken eurer Mission zur Rettung von Priscilla Aschenwind so gering wie möglich halten. Ihr werdet während des Schichtwechsels an den Docks ankommen. Dort könnt ihr euch vorbereiten und dann das Gefängnis betreten. Sucht mich in Suldasar auf, wenn ihr erfolgreich wart. Achso, wir holen jetzt mal Aschenwind raus und dann melden wir uns. Alles klar. Ohne die Flotte der Sandalari wird der Krieg mit der Allianz unser Untergang sein. Seid ihr bereit abzureisen? Ja, ich bin bereit. Die Sandalari-Flotte muss sich der Horde anschließen und ihr werdet das bewerkstelligen. Okay, also Voltoir wird noch für eine schöne Verkleidung sorgen, weil Rexar ist unser Gefangener, der hat doch schon die Hände verschränkt. Oh, es geht direkt ins Gefängnis rein. Oder hier sind wir an der Küste. Schnell, kommt her. Ich versuche uns zu tarnen. Ja, ja, da bin ich Fan von. Ui, 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 ui. Oh, nicht mal meine Magie kann was gegen den Gestank tun. Oh, wie schön, ja. Einfach nur rein, raus, oder was? Moin, moin. Oho. Die Übergabe eines derart wertvollen Gefangenen sollte einige Türen öffnen. Flucht aus Tol Dagor. Aha, also Rexar ist der wertvolle Gefangene und er sollte uns hier die Türen öffnen. Und ansonsten sprechen wir jetzt mit Aufseher Amerikaner. Ahoi! Ja, ahoi!
Oh, was haben wir denn hier? Wir bringen einen Gefangenen. Halt. Nachdem waren wir schon lange auf der Yacht. Ein prächtiger Fang. Wache! Dies ist der berüchtigte Hordeverbrecher Rexha. Er gehört in den dunkelsten und dreckigsten Kerker des Verlieses. Ihr geht ein bisschen zu weit. Haltet mal die Backen da hinten, Gefangene. Wir bringen euch zur Brick. Dann seid ihr auf euch allein gestellt. Vielleicht geben wir euch danach noch eine Führung. Ihr werdet es hier lieben. Hä? Eine Führung? Was meint ihr damit? Hat er sich verguckt? Eine Führung. Rachtmeers Beste stehen zu Diensten. Uiuiuiui. Oh, es ist cool gemacht irgendwie. Schickt die Wachen fort und holt euch den Generalschlüssel. Okay. Die Wachen fortschicken. Was zum Teufel ist denn damit gemeint? Ich meine, wir sehen doch so unschuldig aus, oder? Ah, ja. Machen wir mal so hier. Prachtmeers Beste stehen zu Diensten. Ja, was kann ich für euch tun? Der Aufseher will euch sofort sehen, ihr solltet euch sputen. Haltet euer Pulver trocken. Nehmen wir einen Schlüssel. Weiter, Gefangener! Wind ist hier. Ich hab euch doch gesagt, aus mir bekommt ihr gar... Wen haben wir denn hier? Tja, die Scharade bringt jetzt wohl auch nichts mehr. Ihr kommt mit uns, Aschenwind. Lasst meine Männer frei. Sie werden die Wachen für uns ablenken. Lasst die Jagd beginnen. Okay. Wir sollen jetzt einfach nur die Gefangenen befreien. Passt auf! Ein Gefangener ist ausgebrochen! Oh. Aschenwind Gefangene befreit. Und Rexha kämpft da hinten. Vielleicht sollte ich mir einfach helfen. Oh nein, nicht betäuben. Boah, jetzt betäuben die mich nacheinander. Okay, die da hinten bleiben erstmal so. Und hier können wir einige von denen verschlossen. Ja, wenn das vertont wird, dann keine Ahnung, das ist das Ganze ja sowas von aufgewertet und so war das ja bei Suramar eigentlich die ganze Zeit. Ja, und deswegen hat mir das auch so gefallen. Jetzt haben wir schon 6 befreit. Ach kommt, ey, ihr wollt doch gar nicht gegen mich kämpfen, oder? Okay, hier drüben gibt es noch einige Gefängnisse. Wo kommt die denn auf einmal her? Mein Gott! Ich muss auf jeden Fall hier runter. Wo ist denn jetzt auf einmal Rexha hin und so?
Gefangenen. Platziert Sprengstoff in den Kanälen, um die Verfolger aufzuhalten. Ja, ich werde hier auf jeden Fall verfolgt. Ah, da unten sind die, die machen sich den Sprengstoff. Wenn wir soweit sind, wird meine Magie ihn zünden. Bewegung! Warum müssen die mal so weit vorlaufen? Gab es ja auch schon Sprengstoff zu platzieren. Ah. Okay, einmal hier. Das ist schön, wie die dann einfach immer direkt abhauen. Ne, eigentlich ist es nicht schön, aber okay. Wir kriegen die ganze Verantwortung auf unsere schmalen Schultern gelegt. Ein paar Verfolger haben wir noch, aber jetzt haben wir hier ein paar Bomben gelegt. Valtrois, heizt ihnen ein! Ihr solltet euch besser von der Wand entfernen. Die wird gleich ziemlich heiß. Da kommen sie! Wir müssen den Weg freimachen. Ach, das ist der Aufseher vom Eingang. Ihr verlasst meine Insel nicht mit dieser alten Hexe. Letzte Hürde. Für Prachtmeer. Dieses Schiff ist unbeschreiblich. Ihr habt mich nur aus dieser Zelle geholt, weil ihr etwas von mir wollt. Sehr scharfsinnig, Lady Aschenwind. Wir sollten über unsere gemeinsamen Interessen reden. Sieht aus, als müssten wir uns unseren eigenen Weg suchen. Da kann man nichts machen. Dieser Krieg hat viele Wendungen. Unser jetziger Pfad könnte gefährlich sein. In der Tat. Die Horde ist an einem Scheideweg. Wieder einmal. Puh. Wir müssen wieder zurück auf die an Bord der Klagelied. Das war schon ziemlich cool. Und dieses Schiff von Sylvanas, also ich kann nicht sagen... Ah, hier ist so ein Dockmeister. Wir werden siegen. Zurück nach Suldasar. Jorel Aran. Ich kann nicht sagen, dass ich das Schiff schon mal gesehen habe, da von Sylvanas. Nö, weil dieses Schiff ist es ja auf jeden Fall nicht. Das war ja ein richtiges... Suldasar zu beschützen ist unsere höchste Priorität. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Allianz in der Stadt Fuß fasst. Drängt sie zu ihren Booten zurück. Ja, okay. Streitkräfte der Allianz greifen Suldasar an, mögen sie jeden Schritt bereuen, den sie auf unserem Land unternommen haben. Ach, das ist jetzt hier... Ist das so eine Invasion jetzt, oder was? Ja. Okay. Ja. Ja, jetzt gehen wir erstmal die Quest hier ab. Wir brauchen die Flotte der Sandalari. Durch die Vordertür. Euer Erfolg ist ein gutes Zeichen für unsere zukünftigen Vorhaben. Die Allianz wird mit ihrem Angriff nicht warten, bis wir eine Flotte gebaut haben. Wir brauchen die Sandalari. Also, jetzt haben wir auch einen Erfolg bekommen. Und hier steht, wartet auf die Schlacht von Dazar Alor. Und da haben wir jetzt also... Okay. Ja. Tja, mal sehen, wie es weitergeht. Ja, diese Invasionsangriffe, die kommen irgendwie alle jeden Tag oder sowas. Jetzt haben wir hier so einen. Das sind ja so... Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt die Zeit finde, die zu machen. Aber nichtsdestotrotz, die laufen uns ja nicht weg. Weil das kann ich euch sagen, ja. Also die laufen uns nicht weg. Der Kriegshäuptling befiehlt es. Abmarsch.
Also das fand ich natürlich cool. Eigentlich finde ich die meisten Sachen mit Sylvanas cool. Weil Sylvanas ist zwar cool, ist schon irgendwie ein cooler Charakter, ja. Man muss mal natürlich vom moralischen Aspekt ist natürlich was anderes, aber naja, das ist halt ihr Charakter. Sie sieht im Leben, sieht sie Hoffnung und eigentlich, oder wie sie es manchmal ausdrückt, wenn alle tot wären, hat sie doch mal gemeint. Ich glaube beim Pre-Event oder so, dann würde es keine Probleme mehr geben. Sowas in der Art. Okay, Leute. Macht's gut. Bewahrt die Haltung.